zweiten Woche. Liebe Zuschauer, Amerika hat gewählt. Barack Obama ist für 4 weitere Jahre Präsident und wird wohl... Nee, Leute, Entschuldigung, ich kann das so nicht. Ehrlich, ich kann nach dieser Wahlnacht am Dienstag nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts passiert. Hier, so sah das diese Woche aus. Fette Kameraflüge, Big Bands im Studio, geile Moderatoren vom Allerfeinsten. So geht heute Fernsehen. Ne? Weißt du was, ich komme noch mal rein. Und bitte! Und Herren, und das ist mein Wahlteam, unsere Internet- und Twitter-Expertin Tina Hausten, meine Damen und Herren. Und ebenfalls ganz wichtig für Wahlnächte unser gut aussehen und Zeit-Totschlag-Experte Klaus von Wagner. Guten Abend, Klaus. Ja, die große Wahlnacht im deutschen Fernsehen. Obama macht es wieder. Ja. Das war ein Einstieg. Gut, vielleicht bin ich weltweit der Einzige, aber mir persönlich tut der Mitt Romney auch fast ein bisschen leid, muss ich sagen. Der hat ja nicht nur Millionen in seine Kampagne gesteckt, nein, auch jede Menge Arbeit. Noch am Wahltag hat der Mann gearbeitet und geschrieben. Ich habe gerade meine Siegesrede fertig geschrieben. Sie ist 1118 Wörter lang, aber ich werde sie bestimmt bis später noch ändern. Ja, das... Glaube ich auch, dass du die noch mal änderst. Ne? Hier, so hat er sie übrigens geändert. Mitt Romney, können wir jetzt bitte mal über Deutschland sprechen? Was ändert sich denn für uns? Die Frage wird wirklich sein, der alte Präsident, der neue Präsident ist der alte Präsident, aber kann der neue anders sein als der alte? Gut, das hängt jetzt natürlich wiederum davon ab, ob der gleiche Präsident auch derselbe ist. Ich gehe mal rüber zu Klaus von Wagner, der seltsamerweise an einer Bar steht. Wieso seltsam? Das macht man heutzutage so in einer gebührenfinanzierten Wahlsendung. Hier, die ARD hat Dienstagnacht sowohl Kosten als auch Mühen gescheut. Jetzt kommt wieder der schöne Moment in der Sendung, wo ich euch was zu trinken anbieten kann. Ich kann Orangensaft oder Kaffee anbieten. Ja, das ist das Elend. Das ist das Elend. Bei der ARD gibt's nichts Vernünftiges mehr zu trinken, seit sie Waldi Hartmann gefeuert haben. Und was mixen Sie da jetzt gerade Schönes? Oh, das ist ganz einfach. Das ist ein Drittel Orangensaft, noch ein Drittel Orangensaft und ein Drittel Kaffee. Das ARD-Kultgetränk. Der Drink nennt sich braune Plörre. Ja. Sehr lecker, das trinke ich dann später. Klaus, wie beurteilen Sie denn Obamas Erfolg? Ich meine, es war ja doch am Ende ein überraschend klarer Sieg. Vorsicht, Oliver, diesen Sieg nennt man inzwischen... Sekunde. Das Anne Will, da war doch so ein Experte, der hat das doch gerade erklärt. Mehr Kosten an Zinszahlungen für die Staatsregierung von über 50 Milliarden im Jahr geschafft mit diesem... Phallus-Sieg. Wie kommen Sie auf den Begriff Phallus-Sieg? Das habe ich nicht versprochen. Achso, was wollten Sie sagen? Ja, wie heißt das mit dem trojanischen Pferd und so weiter. Alles klar. Ja. Phallus-Sieg, ne? Das nennt man natürlich Pillermann-Sieg, ja. Ist ja klar. Ne? Ja, aber sehen Sie, heutzutage eine gute Bildung sich anzueignen, das ist wirklich inzwischen eine ziemlich harte Syphilis-Arbeit. Und insofern. Gut, die Republikaner werden natürlich jetzt Obamas Politik weiter komplett ausbremsen, aber wir Deutschen, wir freuen uns für den Mann. Möchten Sie ihm so einen kleinen Gruß nach Amerika rüberschicken? Am besten vielleicht sogar auf Englisch? Nee, wieso? Nee, kein Interesse daran. Ja, herzlichen Glückwunsch, Barack Obama, dass du gewonnen hast. Ja, ja. Ah, schön, ne? Ja, wissen Sie, das ist... Ja, vielleicht noch. Ich freue mich ja auch unglaublich, dass Backaroma gewonnen hat. Ja, ja, ja. Nicht dieser McRib, ne? Völlig aber richtig. Geschenkt. Es ist schon wahnsinnig schwierig, diese Namen überhaupt auszusprechen. Also zum Beispiel hier... Barack... Obama! 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 Ja! Obama! Ja! Vielen Dank für den Tinnitus.
Aber die Vereinigten Staaten bleiben ja nun trotzdem leider eine gespaltene Nation. Oh, das kann man natürlich so sagen. Die Konservativen werden Obama nie als ihren Präsidenten akzeptieren, denn sonst... Sonst werden wir noch wie Europa. Also keine Demokratie mehr. Ja, da sei Gott vor, dass ihr auch noch eine stalinistische Diktatur wie Europa werdet, ja, wo man armen Menschen zwingt, sich umsonst behandeln zu lassen, wenn sie krank werden zum Kotzen. Absolut. Ich weiß auch nicht, warum ich ausgerechnet hier meine Kinder großziehe. So, ich gehe mal rüber zu unserer Twitter-Tante Tina, denn sinnlose Gänge sind auch Standard bei Wahlsendungen. US-Style, ganz, ganz wichtig, nie irgendwen ausreden lassen. Echt jetzt? Ja. Das wusste ich gar nicht, dass man heutzutage... Was ist denn der Scheiß? Das ist der Tusch, der immer dann ertönt, wenn ein Bundesstaat ausgezählt ist. Der bringt total Dynamik ins Studio. Ah, es geht los. So, es gibt ein weiteres Ergebnis, was dann endgültig Klarheit bringt. Bettina, Entschuldigung. Wir warten jetzt jeden Moment auf einen großen Batzen. Entschuldigung. Romney als Präsident. So. Oh. Wir müssen jetzt jeden Moment schauen. Entschuldigung. Bettina, Entschuldigung. Das war also ein Blick nach Florida. Und das war Christian Sievers und sein Tusch. Ja, Herr Sievers und sein Tusch. Beide sind übrigens seit Mittwochmorgen arbeitslos. Ja, da hat er die Schausten wohl einmal zu oft unterbrochen mit seiner blöden Blaskapelle. Was waren sonst noch so die Trends? Ganz klar, Touchscreens und Touchpads. Hier, ich benutze sogar gleich zwei parallel. Gleichzeitig, aha. Und womit bedienen Sie dann das Touchpad hier? Na, womit wohl? Natürlich mit dem anderen Touchpad. Okay. Klappt super. Obwohl ich noch viel lernen könnte vom Kollegen Jörg Schönborn. So, und jetzt kommt die schwierigste Aufgabe des Abends. Unsere Software-Experten, die diesen Touchscreen programmiert haben, haben gesagt, ihr könnt jetzt zwar eine Lupe bauen, damit Neuengland ein bisschen größer wird. Hoppala. Ich kann in dieser Lupe auch wunderschön hin und her fahren. Na, nicht, okay. Ich lasse es. Aber Washington DC ist so klein. Na, ja, hat's gezählt? Und, was glauben Sie, hat's gezählt? Natürlich nicht! Richtig! Ja. Sagen Sie mal, Oliver, twittern Sie eigentlich? Ich? Mhm. Moment mal. Nee, Moment nicht, aber ich trinke auch genug Alkohol. Twittern ist der Wahltrend. Das ist gelebte Schwarmintelligenz. Alles, was der Wähler denkt und fühlt, wird direkt ins Wahlstudio übertragen. Also, wir sehen hier die ganzen Vereinigten Staaten und jeder Punkt, der auf dieser Karte aufploppt, ist ein Tweet, der entweder über Obama oder über Romney geschrieben wird. Aha, und was sagt mir das jetzt, außer dass es Leute gibt, die offenbar zu viel Zeit haben? Oliver, das ist die Zukunft. Wir können Menschen dabei zugucken, wie sie Dinge tun, über die wir nie was erfahren hätten, weil sie uns nicht interessieren. Und das Tolle ist, das gibt's auch in Deutschland. Hier, auf dieser interaktiven Karte. Jeder dieser gelben Punkte steht für einen Menschen, der genau in diesem Moment aus der FDP austritt. Und sehen Sie, die roten Punkte, die zeigen, wo Herr Steinbrück jetzt gerade einen bezahlten Vortrag hält. Ist ja Wahnsinn. Genial. Ist ja Wahnsinn. Mir ist übrigens auch was aufgefallen. Dank Twitter wird sogar ein total langweiliges Interview mit Fritz Egner zum Event, weil immer irgendeiner im Hintergrund Titten twittert. Ja. Ja, auch das ist ein neuer Trend. Wenn das Fernsehbild zum Beispiel für weibliche Zuschauer nicht so richtig interessant ist, dann blendet man einfach entsprechende Tweets ein. Schau mal an. Ist ja toll, dieses Twitter. So, Kinder, hier, noch jemand braune Plörre, sonst schmeiße ich das weg. Ja? Nein, vielen Dank. Klaus von Wagner und Tina Haus, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke
Es tut mir ein bisschen leid für die Konkurrenz, aber die schönste Wahlparty mit ganz viel Prominenz hatte natürlich unser ZDF. Ja, doch! Die ZDF-Party veranstaltet zusammen mit der US-Botschaft in Berlin. Dort hat unser Kollege Carsten van Rissen versucht, unter lauter vor Langeweile schon reichlich angetrunkenen Deutschen herauszufinden, wie das komplizierte amerikanische Wahlsystem funktioniert. Herr Steinmeier, es geht hier um Macht, es geht hier um Weltpolitik. Was machen Sie hier eigentlich? Ich kommentiere die Macht der Weltpolitik. Sie kommentieren die. Vote or die, mother, vote or die. Rock the vote or else I'm gonna stick a knife through your eye. Democracy is founded on one simple rule. Get out there and vote or I will mother kill you. Ist unser Wahlsystem nicht besser als das in Amerika? Dass selbst Persönlichkeiten wie Sie, obwohl, würdest du vielleicht kurz erklären, wie das amerikanische Wahlrecht funktioniert? Das Wahlrecht? Ja. Also ab 18 ist es ja. Danke. Sie gehen im Bundesstaat einzeln. Der zukünftige amerikanische Präsident gewählt wird und in dem Bundesstaat entscheidet sich dann entweder mit einem entscheidet sich dann für einen Präsidentschaftskandidaten und alle Wahlmänner, also 100% der Stimmen, reiten dann sozusagen nach Washington. Wahlmänner? Wahlmänner. Wahlmänner? Wahlmänner. Die sind einfach losgeritten. Und ja, nach Washington. Ja. Ja. Daher kommt das. Daher kommt das. Da solltest du ein bisschen eine historische Bildung zulegen. Ja, hab ich ja nicht. Also wenn du mal siehst, und deswegen auch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag hast, ist es wieder ein Grund, dass wir ab 1. Januar die GEZ-Gebühren verweigern, weil da Leute angestellt werden, die offensichtlich keine Ausbildung haben. Herr Steinmeier, jetzt saßen Sie 10 Minuten bei Frau Schaus und sind so gealtert. Wie kann das passieren? Ich bin nicht gealtert, sondern bin jung. Frau Schatz ist gealtert. Können Sie sich jetzt bitte in aller Form entschuldigen? Nein. Du hast mir gerade gesagt, dass du keine Ahnung hast. Ich werde vor allen Dingen nicht geduzt. Was? Ja, jetzt bist du weiter, okay? Nee, ich bleib jetzt einfach stehen. Wir sind in Demokratie und ich kann überall stehen bleiben. Genau. Und im Endeffekt geht es nur um einige Staaten, in denen es eben sehr eng ist. Enge Staaten, das hörten wir vorhin schon, die sogenannten Swinger States, genau. Wie kann man sich das vorstellen, so ein Swinger State, macht da jeder mit jedem rum, oder? Es ist sehr eng in diesen Staaten, genau. Also in diesem Zusammenhang, ich muss schon sagen, Frau Attaché. Reiten. Nach Washington. Ja. Auf dem Pferd. Ja, so war das. Freundchen. Also. Da studierst du mal zwei Semester. Ach, ist doch scheiße mit Studieren. Du hast ja nicht mal Abitur. Ihr seid komisch drauf. Kann das sein? Nee. Los, Junge. Also ganz so blöd bist du nicht. Schränk dich mal ein bisschen an. Dann schafft man die mittlere Reife. Und damit gebe ich zurück nach Köln zu Oliver Welke. Na, da ist doch eine Freundschaft fürs Leben entstanden. Carsten van Rissen, vielen Dank. So, genug von der Welt jenseits des Atlantiks. Etwas Unfassbares ist bei uns zu Hause passiert. Union und FDP haben sich zusammengesetzt und tatsächlich etwas beschlossen. Stolz wie Bolle traten die drei Generalsekretäre anschließend vor die Presse. Um zu verkünden, wir verrückten Hunde haben in nur acht Stunden das Betreuungsgeld gegen die Praxisgebühr eingetauscht. Wow! Damit hatte ja nun wirklich jeder gerechnet, meine Damen und Herren. Wir haben für Sie die dramatischen Ereignisse der entscheidenden Nacht im Kanzleramt kompakt zusammengefasst. Sonntag, 4. November 2012. In Berlin kommen die mächtigsten Menschen der Welt zusammen. Der Koalitionsausschuss. Döring und Dobrindt kommen wie immer zu spät. Hier, im Zentrum der Macht, entscheidet sich die Zukunft der Nation. 30 Minuten später. Angela Merkel reicht Häppchen. Sonst passiert nichts. Doch die Journalisten berichten tapfer weiter. Ein Radfahrer hetzt eilig vorbei. Dann noch einer. Dann die ersten Annäherungsversuche. Allerdings vorm Kanzleramt, auf der Wiese.
Horst Seehofer hat genug. Er fährt Kippen holen. Als er wiederkommt, ist es soweit. Nicht nur die Ereignisse überschlagen sich, sondern auch Pferde. Jetzt wird sogar der kleine Philipp Rösler aus dem Bett geholt. 8 Stunden nach Verhandlungsbeginn, endlich der Durchbruch. Im politischen Berlin platzt die Bombe. Wir haben in 7 Stunden intensiv gerechnet und auch den Nachtisch ausreichend strapaziert. Die trauen sich was, meine Damen und Herren. Die trauen sich was. Oh Mann. 8 Monate tagt kein Koalitionsausschuss. Und dann nach über 8 Stunden kommen die mit einem großen Nichts vor die Presse. Ne? Noch mehr Schulden machen und dann stolz erzählt, Leute, ab 2014 werden wir aber sowas von mit Sparen anfangen, du. Boah, da wird gespart, bis einer heult. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir gemeinsam an einem strukturell ausgeglichenen Haushalt schon für 2014 arbeiten wollen. Ja, das Geschwurbel muss ich jetzt kurz übersetzen. Strukturell ausgeglichener Haushalt bedeutet in Wirklichkeit einen Scheiß. Ja, zum Beispiel werden neue Rettungspakete für Griechenland einfach nicht mit eingerechnet. Genau wie Wirtschaftskrisen. Das ist ungefähr so, als wenn ich sage, nach Weihnachten, da fresse ich weniger. Aber Schokolade und Pommes zählen nicht. Nur die Alten, die dürfen jubeln, denn bald kommt Uschi von der Leyen's Lebensleistungsrente. Altersarmut ist abgeschafft. Hurra! Uschi, 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 Uschi. Warte mal, ich lese gerade, da kriegt man am Ende einen Betrag, der liegt im Monat leider nur 15 Euro über der Grundsicherung. Ja, sorry, kann ich doch nichts dafür. Seid ihr jetzt fertig? Ja, ich kann ja den Frust der älteren Herrschaften verstehen. Das war natürlich wieder eine typische von der Leyen-Nullnummer. Aber natürlich war sie nach dem Koalitionsgipfel trotzdem wieder die Erste vor den Kameras und hat über ihr Lieblingsthema gesprochen. Bitte? Armut? Nein. Sind Sie denn jetzt eine Siegerin oder eine Verliererin dieses Gipfels? Ich bin auf jeden Fall hoch erfreut. Das ist mir ganz wichtig. Ich finde ganz wichtig, ja, mir war ganz wichtig. Ich hatte immer das Problem, ich finde ganz wichtig, da hatte ich kein Steuergeld mehr. Ich bin sehr froh, dass heute Nacht die Entscheidung gefällt worden ist. Das hilft mir enorm. Ja, und darum geht's ja schließlich, Uschi, dass dir geholfen wird. Dafür machen wir das ja alles. Oh Mann. Okay, die paar glücklichen Leute, die 40 Jahre gearbeitet und geriestert haben, private Vorsorge, kriegen am Ende 10 bis 15 Euro mehr. Aber was ist für die Kleinsten rausgesprungen beim großen Koalitionsschrottwichteln? Na? Das Betreuungsgeld alias die Herdprämie. Hier, Frau Merkel rechtfertigt den Unsinn. Der Staat kann nicht so gut, wie Familien das können, Menschen Vertrauen geben, Liebe geben. Ich wusste es. Ich hab's immer geahnt. Ich hab das immer geahnt. Der Staat liebt mich gar nicht. Wir sind nur wegen des Geldes zusammen. Tja. Und das verballert dieser lieblose Staat jetzt für die olle Herdprämie. Heute im Bundestag verabschiedet. Na, immerhin. SPD und Grüne klagen wohl dagegen hier vor dem Bundesverfassungsdings. Frau Lauterser-Schnarrenberger musste dieses Gesetz neu machen. Das hat das Verfassungsgericht und auch der Europäische Gerichtshof so vorgegeben. Dass das so abgefeiert wird. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Vom Bundesverfassungsgeschiss wird die Herdprämie hoffentlich gestoppt. Ne? Ist das schöne Paket, das man uns da schenkt, am Ende nur eine Mogelpackung? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorsicht Falle, Nepper, Schlepper, Schuldenmacher mit Gernot Hassknecht. Guten Abend, liebe Zuschauer. Immer mehr Bundesregierungen versuchen uns in diesen Tagen mit einer besonders dreisten Masche abzuziehen, mit Pseudo-Wahlgeschenken. Und immer mehr doofe Deutsche fallen darauf rein. Ja, Moment mal, Gernot.
Die Abschaffung der Praxisgebühr, das ist doch eine feine Sache. Da spare ich doch bares Geld. 10 €. Da spare ich doch Geld. Wann? Wenn die Krankenkassen bald doch wieder Geld brauchen und die Krankenkassen brauchen immer Geld, dann werden die Gebühren fett erhöhen, du Hirni. Und glaubst du, dann hilft dir dein kleiner Freund Rösler? Einen Dreck macht der. Ja, aber Gernot, dafür sparen wir doch an anderer Stelle, weil das Betreuungsgeld jetzt erst im nächsten Sommer eingeführt wird, hat der Herr Rösler gerade erklärt. Durch das verspätete Eintreten sparen wir 250 Millionen € für 2013 und 520 Millionen € für 2014. Gernot, alles klar? Wir sparen kein Geld! Ich spare kein Geld, nur weil ich mir was später kaufe. Das kapieren sogar die dümmsten Schuldenassis bei Peter Zwegert. Wenn ich mir die 3 Meter große Plasmaglotze auf Raten kaufe, muss ich sie doch trotzdem am Ende bezahlen. Aber... Rösler, hast du nicht letzte Woche noch gesagt, das Betreuungsgeld kommt nur, wenn wir dafür keine neuen Schulden machen müssen? Wer etwas vorschlägt und meint, er möchte gerne eine zusätzliche Ausgabe haben, der muss seine Gegenfinanzierung, finde ich, mit auch vorlegen können. Das ist gerade mal 7 Tage her! 7 verfickte Tage! Glaubst du, das haben wir Idioten schon wieder vergessen? Hä? Glaubst du das? Ja, Gernot, dann macht die Regierung halt erstmal ein bisschen mehr Schulden. Ist doch egal. Hauptsache, ich krieg was geschenkt. Geschenkt? Das Betreuungsgeld ist Steuergeld. Dein Geld. Die schenken dir dein eigenes Geld, du Schwachkopf. Das ist kein Geschenk. Krieg das doch endlich mal in deine Riesenbirne. Strukturell ausgeglichener Haushalt am Arsch! Mein schönes Geschenk. Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren. Ja. Der meint das nicht so, der hat mich trotzdem lieb. So, die Staatsanwaltschaft hat diese Woche endlich Anklage erhoben gegen Beate Zschäpe, die Überlebende des Zwickauer Terrortrios, diese Dame hier. Vor ziemlich genau 1 Jahr haben sich Mundlos und Bönhardt umgebracht und Frau Zschäpe hat sich gestellt. Was in Deutschland aber gar nicht so einfach ist. Hier das Originalgesprächsprotokoll ihres Telefonats mit der Polizei in Jena. Die Polizei Jena, guten Tag. Ja, guten Tag, hier ist Schäpe am Apparat. Sind Sie hauptverantwortlich von der Aktion jetzt? Von welcher Behörde sind Sie denn? Wie bitte? Von welcher Behörde sind Sie denn? Ich bin von keiner Behörde. Ich bin diejenige, weswegen Sie hier sind. Deswegen. Diejenige bin ich. Weswegen Sie hier sind? Um was geht's denn da? Um was geht's denn da? Ne? Terror von rechts war für deutsche Sicherheitsbehörden schlicht unvorstellbar. Die Schäpe hat es danach aber nochmal versucht bei der Jenaer Polizei. Hier ist nochmal die Zschäpe. Sie hatten eben aufgelegt. Ja, ich musste aufs Klo. In der Kantine gab es ein Chili con Carne. Das ist eine Rennerei hier. Aha. Sie suchen mich und ich würde mich jetzt gern stellen. Ja, ist gerade ganz schlecht. Bei uns in Jena läuft eine große Aktion gegen Nazis. Ich bin Nazi. Sekunde mal. Werner, gehst du zum Kiosk? Bringst mir Cornetto Nuss mit und eine Bifi? So, Sie hatten also einen Unfall? Nein, Sie sollen mich verhaften. Oh. Geht schon wieder los. Verdammter Mexikaner-Fraß. Hallo? Hallo? Ja, genau so war das. 1 Jahr, ziemlich genau 1 Jahr ist das Ganze jetzt her. Und seitdem sind wir in Deutschland, Moment, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben, kein Millimeter weitergekommen. Das Einzige, was bei unseren Geheimdiensten mit Hochdruck gearbeitet hat, das war der Aktenschredder. Ja, kaum hatte der Untersuchungsausschuss des Bundestages seine Ermittlungen aufgenommen, haben die Verfassungsschützer aber mal so richtig aufgeräumt im Archiv. Ja, das war ein Bild aus dem Archiv in Berlin. Bis letzten Juni sind Akten vernichtet worden. Juni diesen Jahres.
Die braunen V-Leute, die keinen Mord verhindert haben, sind immer noch im Dienst, warum auch immer. Und wie wär's, wenn die ganzen Geheimdienste, die wir haben, endlich mal zusammenarbeiten? Das hätte man schon vor Jahren machen müssen. Die Frage, wäre damit etwas verhindert worden? Denkbar, aber man weiß es nicht. Nee. Wissen weiß man es nicht. Aber eins weiß man, man hätte das Zwickauer Terrortrio finden können. Weil so richtig versteckt im engeren Sinne haben sich die drei Arschgeigen nicht. Oder sieht so der Untergrund aus? Ja. Untergrund. Die Kloköpfe machen Ferien auf der schönen Insel Fehmarn. Ich glaube, 2009 war das. Da haben die sich ganz offen hingesetzt, haben gegrillt oder sich am Bütchen brauner Bär geholt oder was immer Nazis so fressen, keine Ahnung. So, wir schalten mal live zu Ulrich von Hesen. Der steht in Köln vor dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Ulrich, wie war das alles möglich, nach dem, was wir heute wissen? Ach, Welke, der Verfassungsschutz konnte die drei doch gar nicht finden. Dazu hätten die diese eine nervige Sache tun müssen. Na, suchen! Die Säcke haben ihre V-Leute, diese Nazi-V-Leute, regelmäßig vor der Polizei gewarnt, wie man jetzt weiß. Das ist ein totaler Skandal. Naja, die schützen halt, ne? Also nicht die Verfassung, aber sich selber. Eigentlich müsste man die umbenennen in Amt für Verfassungsschutz. Es ist prima, dass Sie dem Ganzen noch eine heitere Seite abgewinnen können. Ulrich, es kommen ja immer mehr fürchterliche Details ans Licht, auch was die Polizei angeht. Was die für Leute eingesetzt haben bei den Ermittlungen gegen den NSU. Und da tauchten zwei Polizeibeamte auf, die jedenfalls zeitweilig in diesem europäischen Ku Klux Klan organisiert waren. Deutsche Polizisten beim Ku Klux Klan? Rassisten sollen Nazis fangen? Ja, im Nachhinein kann leider nicht mehr festgestellt werden, wer die beiden waren. Die haben halt immer diese blöden Kapuzen getragen. Wie sollst du solche Leute identifizieren? Ist schwierig, zugegeben. Ulrich, kann unser Staat nicht mehr machen oder will er nicht? Och, er kann schon, wenn er will. Als die Sicherheitsbehörden noch dachten, türkische Täter stecken hinter den Morden, da haben die, kein Witz, in Nürnberg extra eine Undercover-Dönerbude aufgemacht, um die türkische Mafia anzulocken. Echt? Und hat das funktioniert? Nee. Der Döner hat total scheiße geschmeckt. Selbst dafür sind die zu blöd. Ich hab's befürchtet. Aber sagen Sie mal, und damals ist wirklich keiner von denen auf die Idee gekommen, dass die Mörder Nazis sein könnten. Also der Verfassungsschutz wahrscheinlich schon. Aber die haben sich gesagt, ach komm, da gucken wir mal lieber weg. Nachher sind das noch unsere Nazis. Und die Polizei traut sowas Deutschen grundsätzlich nicht zu, wie dieser hinterbliebenen Anwalt in den Ermittlungsakten lesen musste. Bei der Frage nach einem Täterprofil heißt es, da hinsichtlich unserer Werteordnung die Tötung eines Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist davon abzuleiten, dass die Täter hinsichtlich ihrer Wert- und Normordnung von weit außerhalb angesiedelt sind. Wenn man sich diesen Satz mal anschaut, dann heißt das nichts anderes als, wir Deutschen morden nicht. Ja, ja. Wenn uns die Geschichte eins gelehrt hat, dann, dass Deutsche nicht morden. Es sei denn, ein Österreicher zwingt sie dazu. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren, vielen Dank. So, meine Damen und Herren, jetzt mal zur Abwechslung eine Frage, die wir meiner persönlichen Ansicht nach viel zu selten stellen in dieser Sendung. Wie geht's weiter mit der FDP? Reden wir drüber mit einem der, ich darf wohl sagen, schärfsten Kritiker der FDP, dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, meine Damen und Herren. Wolfgang Kubicki, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ich mich auch. Besuch aus dem hohen Norden, Fraktionsvorsitzender der FDP in Schleswig-Holstein, ein Bundesland, das wir übermütig, wie wir mal so sind, die Wiese nördlich von Hamburg genannt haben. Das hat Ihnen ja nicht so gefallen. Die Wahl ist ja schon ein paar Wochen her. Erinnern Sie doch mal die Leute, die haben es zum Teil vergessen. Wie viel Prozent haben Sie da geholt? 8,2. Nicht 2,8, 8,2, meine Damen und Herren. Und wenn ich Sie jetzt zwingen würde, in aller Kürze kompakt zusammenzufassen, wie geht das? Erfolg, obwohl man in der FDP ist? In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Das sind bodenständige Menschen, dort weht immer Wind und das macht den Verstand klar. Und deshalb kann man die FDP auch wählen. Ach so, das funktioniert nur in windigen Bundesländern. Das funktioniert jedenfalls in Bundesländern, die frische Luft haben. Verstehe. Meine Theorie ist ja, und ich hoffe, das tritt Ihnen nicht zu nahe, ich habe das Gefühl, viele Leute wissen gar nicht, dass Sie in der FDP sind, Herr Kubicki, weil Sie ständig so Sachen sagen, wo man nicht drauf kommen würde, dass Sie in der FDP sind. Sie sagen zum Beispiel über Ihren Generalsekretär, Herrn Döring, ich weiß nicht, was der Döring raucht, in einer Talkshow im ZDF. Sie haben noch vor wenigen Monaten die Führung der FDP mit der Führung der DDR im Endstadium verglichen. Und das war sein Ernst, liebe Zuschauer. Und dann hier sowas auch noch. In einem Zeitungsinterview meint Kubicki sogar, die FDP habe generell verschissen. Und was sagte der Parteichef dazu? Ja, die Begrifflichkeit, die würde ich mir natürlich nie anmaßen. Hätte mich auch überrascht, muss ich sagen. Also generell verschissen, ich darf Ihnen das sagen, uns von der Heute-Show ist Ihre Sprache dann manchmal zu hart, Herr Kubicki. Und das hab ich gemerkt. Ja. Ja. Wir sitzen da mit unseren Autoren, oft hören Ihnen zu. Und dann sitze ich da mit den jungen Kollegen und wir fragen uns, was hat die FDP ihm bloß getan, Herr Kubicki? 42 Jahre meines Lebens hat sie mir geschenkt. Ich bin seit 42 Jahren Mitglied meiner Partei. Genommen oder nein, so. Geschenkt. Ja, ja. Und wir waren früher mal, sind es glaube ich wieder, Menschen, die eine klare Aussprache lieben. Und ich sage nichts anderes als das, was die meisten Menschen denken. Und der Versuch, das sozusagen wegschieben zu wollen, macht die FDP nicht gerade attraktiver. Aber was Sie so sagen, macht Sie natürlich für Ihre Freunde in Berlin, also für Ihre Parteifreunde in Berlin, nicht immer attraktiver. Also wenn man die auf Kubicki anspricht, da kommen ja doch auch manchmal so sehr genervte Antworten. Man hat so das Gefühl, ja, lass uns mal reden, der hat eh einen Yachtschein. Also Sie werden davon einigen, also Sie ärgern die, aber ja. Die nehmen Sie auch nicht mehr so richtig ernst, habe ich manchmal das Gefühl, oder? Ja, damit muss ich leben, damit kann ich auch leben. Das sind ja nicht ausreichende Persönlichkeiten, um die FDP zu wählen. Die alleine reichen ja nicht aus, wir müssen ja mehr Menschen erreichen. Also wenn Sie nur von der eigenen Führung gewählt werden, haben Sie ein Problem, das stimmt. Ja, ja, die eigene Führung muss seit 28 Monaten erklären, warum wir bei 4% sind. Also insofern nicht ich, sondern die. Haben Sie eine Erklärung? Ja, er ist in der FDP, na und? Also ich könnte mal sagen, weil wir auf einem guten Kurs sind. Das ist ja die ständige Erklärung meiner Partei. Das war Comedy, jetzt im Ernst. Ja, da gibt es zwei Erklärungsmuster. Entweder treffen wir nicht mehr den Nerv der Leute oder die Leute sind von uns genervt. Sie tendieren zu? Wir treffen nicht mehr den Nerv der Leute. Heute, vielleicht haben Sie heute den Nerv der Leute getroffen, denn heute ist das Betreuungsgeld durch den Bundestag gegangen, auch mit Stimmen der FDP. Ja. Erstens, schämt man sich da ein bisschen? Und zweitens, wieso kann eine kleine bayerische Splittergruppe dem Rest der Republik ihren Willen aufzwingen? Also ich würde mal sagen, das ist wie in jeder Ehe. Sie müssen gelegentlich Kompromisse machen und Dinge schlucken, die Sie selbst alleine nicht voranbringen würden. Wir sind in einer Koalition mit der CSU. Es ist vertraglich vereinbart. Es ist bedauerlich, dass es verabschiedet worden ist, aber es ist auch nicht aller Tage Abend. Wo ich Sie gerade mal hier habe, Herr Kubicki, was macht denn der Putsch gegen Rösler? Gibt es schon einen Termin? Was heißt der Applaus? Soll der Putsch nur stattfinden oder ausfallen? Also das verstehe ich nicht. Also Entschuldigung, wenn es nach dieser Sendung geht, muss Rösler für immer im Amt bleiben, damit das mal klar ist. Ja, ja, also ich bin ja die personifizierte Putschnatur. Ich werde seit einem Jahr darauf angesprochen, wann gegen Rösler geputscht wird. Ich glaube nicht, dass geputscht wird. Ich habe in der Zeit gelesen, Sie haben sich auf Mallorca mit einem gewissen
Guido Westerwelle getroffen, um angeblich darüber zu sprechen, wie man mit Herrn Rösler verfährt. Und Sie wollen mir jetzt nicht sagen, dass man sich mit Guido Westerwelle zum Spaß trifft. Die Pause hat schon zu lange gedauert. Also, wir haben zusammen, weil wir zeitgleich auf der Insel waren, Golf gespielt und wir haben auch zusammen anschließend geduscht. Aber wir haben was ist dabei, denn mit euch los eigentlich? Aber wir haben dabei nicht über Philipp Rösler gesprochen. Ja. Und zwar weder beim Golf noch beim Duschen. Das drückt ja auch auf die Stimmung. Ja. Dann war das ja wenigstens mal ein schöner Tag auf Mallorca. Trotzdem kommen wir noch mal zu den ernüchternden Zahlen. Wir haben das noch mal recherchiert. Nur noch 40%, und zwar nicht der Menschen, sondern der FDP-Stammwähler, also der Hardcore-FDP-Klientel, nur noch 40% von denen sagen was Nettes über Rösler. Und wenn man bedenkt, Sie haben es gerade selber gesagt, dass die FDP bundesweit bei 4% verharrt, dann reden wir in absoluten Zahlen, glaube ich, von 3 Menschen oder so, die was Positives sagen. Die, alle die anderen, hier. Die drei haben Sie mitgebracht. Die beiden und ich, genau. Ja, genau. Ihre beiden Begleiter und Sie. Ganz genau. Also 40% haben noch eine Zustimmung für Rösler. Und die anderen 60% sagen in Interviews gerade Sachen wie dieser FDP-Herr hier. Er ist kein Parteichef, das wissen mittlerweile alle. Aber die Frage ist, wie werden wir ihn wieder los? Ja, das ist ja eine ziemlich harte Frage. Ich glaube, einige von denen beten einfach mal, auch wenn sie in der FDP sind, dass die Niedersachsenwahl in die Buchse geht, damit man einen Vorwand hat. Aber was machen sie denn, wenn die reinkommen in Niedersachsen? Dann sind sie aber schön gearscht. Also, in der FDP betet keiner, dass sie in Niedersachsen nicht reinkommen. Wir arbeiten alle dafür, dass sie reinkommen. Und wir wählen den Bundesvorsitzenden im Mai nächsten Jahres neu. Philipp Rösler will sich bewerben. Möglicherweise bewerben sich auch andere. Können Sie ihn wählen? Demokratischen. Ich habe ihn das letzte Mal gewählt. Tut es Ihnen leid? Nein. Werden Sie ihn wieder wählen im Januar? Das ist eine interessante Frage. Ja, ich weiß. Ich weiß. Also, deswegen stelle ich die ja. Ich werde, Herr Welke, ich werde ihn im Januar nicht wählen, weil da steht ja nichts zur Wahl. Wir wählen im Mai. Okay. Ihre Frage war, werden Sie ihn im Januar wählen? Sie sind Anwalt, ne? Ist das richtig? Würden Sie denn im Mai wählen? Das ist auch eine interessante Frage. Wenn er kandidiert und ansonsten niemand kandidiert. Okay. Also, jetzt lassen wir uns noch schnell über die, die strategischen Alternativen der FDP sprechen. Sind im Moment ein bisschen begrenzt. Im Moment seid ihr da auf die CDU, CSU angewiesen. Im Moment würden wir gar nicht reinkommen. Im Moment, das ist die eine Wahrheit. Aber sagen wir mal so, was Koalitionsoptionen angeht, ist es im Moment nur die Union, wenn man jedenfalls der Parteispitze glauben darf. Und ich habe das Gefühl, so richtig Augenhöhe ist das im Moment nicht. Wir hatten ja neulich diesen wunderbaren Moment, als die Kanzlerin sich zu Philipp Rösler und dem Thema Kanzlerschaft geäußert hat und seinen Ambitionen. Da kam das hier. Herr Rösler ist gerne Vizekanzler und das kann ich gut verstehen. Die lacht den aus und plant heimlich wahrscheinlich schon für die Große Koalition. Und die FDP hat keine Alternativen, das ist doch doof. Ja, was die Kanzlerin denkt, weiß sie nur selbst. Die Union hat auch Schwierigkeiten mit der Alternative, weil Herr Steinbrück ja ausgeschlossen hat, dass die SPD eine Große Koalition mit der Union wieder einsteigen wird. Aber Sie würden doch mit Herrn Steinbrück in eine Koalition gehen, haben Sie schon gesagt. Ich darf mal zitieren. Steinbrück als Kanzlerkandidat eröffnet neue Optionsräume für die FDP. Zitat Kubicki, kam bestimmt auch riesig an bei der FDP-Führung. Ja, jedenfalls bei denen, die Herr Steinbrück kennen. Ich kenne ihn seit über 40 Jahren, wir haben zusammen studiert. Er ist ein sehr vernünftiger, pragmatischer Mann und er hat ja gezeigt in den letzten Wochen, dass Leistung sich lohnen kann. Das hat er wohl. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Aber das ist ein sehr gutes Stichwort. Sie kennen den Mann, glaube ich, seit 40 Jahren. Ja. Ist er immer noch Ihr Freund, obwohl er jetzt dafür ist, dass alle Nebentätigkeiten komplett offengelegt werden? Ja, ich habe nichts dagegen, dass Nebentätigkeiten wie Vorträge, Buchhonorare offengelegt werden. Ich habe was dagegen, dass Berufsgeheimnisträger wie Strafverteidiger oder Anwälte verpflichtet werden sollen, ihre Mandanten preiszugeben. Das kann auch in einem Rechtsstaat nicht möglich sein. Zum Schluss können wir noch mal über eine ganz spezielle Nebentätigkeit von Ihnen sprechen. Sie werden übermorgen antreten in der neuen Talkshow von Stefan Raab, übrigens direkt hier nebenan in diesem Gebäude. Da kriegt der Gewinner, wenn er denn die Zuschauer und auch die anrufen für sich gewinnt, am Ende, wenn es gut läuft, 100.000 Euro. Haben Sie sich schon überlegt, an welche karitative Organisation spenden würden,
FDP oder Stadtwerke Bochum? Oder was ganz anderes? Also ich könnte ja, weil das eine seriöse Sendung ist hier und ich bei Stefan Raab dann in eine Show reingehe, könnte ich sagen, ich würde Per Steinbeck unterstützen, weil der ja sein Geld jetzt spenden muss. aber in der Tat, ich bin reich genug, um das Geld ausgeben zu können und das nicht behalten zu müssen. Schön, wenn man sowas sagen kann, meine Damen und Herren. Wolfgang Kubicki, freue mich sehr, dass Sie da waren. Vielen Dank. Und ich glaube, Herr Rösler kann im Mai auf seine Stimme zählen, wenn kein anderer antritt. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.